Schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute wird mal wieder live geshoppt. Ich freue mich wieder drauf. Ich hoffe, du bist mit dabei und würde jetzt sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. Schau mal, auch hier gibt es richtig tolle Deko-Pflanzen. Die sehen wirklich richtig echt aus, gefallen mir total gut. Und die hier gefällt mir auch. Schreib mir mal, ob die echt aussieht oder wie du die findest. Und ich wollte mal schauen, was es hier so an Kinderspielzeug gibt. Wir haben gerade so ein Alter, wo ja, so Rassel und sowas langsam echt uninteressant ist. Allerdings müssen wir halt so ein bisschen aufpassen, dass sie das nicht alles in den Mund steckt, beziehungsweise sie steckt es in den Mund, dass es halt so sicher ist, dass da nichts abfällt. Und ja, es ist gar nicht so einfach, da irgendwie Spielzeug zu finden. Hier gibt es ja schon einiges, um rumzuplanschen, also der Sommer kann kommen. Aber jetzt so für die ganz kleinen Spielzeug habe ich jetzt gerade noch gar nicht entdeckt. Und schau mal, hier gibt es auch jede Menge Deko-Blumen. Hier werde ich auch noch mal durchschauen. Wir brauchen nämlich auch noch eine Deko-Blume, die wollen wir gerne verschenken. Und ich glaube, ich werde so eine Sonnenblume mitnehmen zum Verschenken. Also das soll bloß so ein Mitbringsel sein und ich denke mal, eine Sonnenblume kommt immer ganz gut an und die gefallen mir eigentlich jetzt irgendwie am besten. Schreib mir gerne mal, wie du die findest. Und hier habe ich gerade was für die Kleineren gesehen, also hier gibt es so Sandspielzeug, das ist eigentlich auch ganz cool. Aber so weit sind wir glaube ich auch noch nicht, also wir stecken glaube ich den Sand eher in den Mund. Und schau mal, hier ist das nicht niedlich, um irgendwie was aufzuhängen. Oder sowas hier, kann man später Figuren drin aufbewahren oder so. Das ist ein ganz tolles Deko-Element, also mir gefällt das richtig gut. Und hier sehe ich auch gerade, gibt es auch noch jede Menge Spielzeug, allerdings eher so Kleinteile und mehr so für Jungs. Und hier wollte ich auch noch mal schauen, denn wir brauchen noch so ein paar Kleiderbügel. Und hier oben habe ich gerade entdeckt, hier gibt es noch so Spielzeug für die Kleineren. Also so Stapelbecher und so Sachen. Ich werde mal hier so schauen, hier geht es auch noch weiter mit Spielzeug. Und ein paar Kuscheltiere. Und hier ist glaube ich so eher so Mädchenbereich. Ist gar nicht so einfach was zu finden, wenn sich die Kleinen noch alles in den Mund stecken. Also wir brauchen jetzt auch nicht noch die 20. Rasse, weil wie gesagt, das wird langsam langweilig. Aber eben so Kleinteilsachen sind halt eben jetzt im Moment gerade sehr gefährlich. Ist eigentlich gar nicht so einfach, dieses Zwischenalter. Also schreib mir gerne mal, wenn du so kleine Kids hast oder hattest, mit was die so gerne gespielt haben. Ich finde, wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, jetzt was zu finden. Und hier gibt es auch noch jede Menge Kuscheltiere und hier gibt es so eine kleinen süßen Püppis, die sind eigentlich ganz cool. Also so auf unterwegs zum Mitnehmen oder so, finde ich sowas immer ganz lustig. Und hier so habe ich gerade noch Bücher entdeckt. Wir lesen gerade zurzeit wirklich sehr, sehr viel. Also ich lese ihr sehr viel vor. Und ja, da ist sowas natürlich immer richtig toll. Und für 1 Euro kann man, denke ich, hier echt nichts verkehrt machen. Das ist richtig toll. Sonst kaufen wir immer im Bücherladen, aber da sind die Bücher natürlich um einiges teurer. Und ich glaube, bei dem hier kann man echt nichts verkehrt machen. Und auch so kleine Bücher hier, die mag sie wirklich total gerne. Allerdings gehen die halt nach einer Weile einfach auch kaputt oder sehen so abgenutzt und abgeflattert aus. Hier gibt es auch echt wirklich verschiedene Bücher. Also zwar nicht so viel zum Vorlesen, aber einiges ist schon dabei. Ist wirklich auch ganz niedlich. Und natürlich mit vielen Bildern in den Büchern ist das natürlich richtig schön für Kinder.
Und so eins hier ist natürlich auch toll, das ist halt so ein bisschen fester, können Sie halt selber blättern. Also wie gesagt, sowas mag sie auch total gerne. Und ist auch immer gut für unterwegs, so ein Buch. Dann wollte ich noch so ein Notizbuch, aber noch was so quasi mit Bildchen. Ich finde die hier mal ganz hübsch. Hier gibt es auch echt wirklich ganz, ganz tolle Designs. Also die gefallen mir wirklich richtig gut. Kann man wirklich einfach mal schnell irgendwas draufschreiben oder wenn man mal was ordentlich schreiben möchte, eine Art Karte oder das einfach irgendwie wo reinkleben. Das macht sich natürlich mit so einen Büchern auch immer sehr gut. Und das hier ist auch cool. Hat man so, ja, so Glitzer-Designs. Die sind auch ein bisschen fester. Also hier kann man auch richtig toll, denke ich, Karten draus basteln und ja einfach hinten was draufschreiben. Und ich finde, hier gibt es auch immer richtig tolle Tassen. Hier gibt es auch wirklich immer wieder neue Motive. Und ich finde Tassen einfach toll zum Verschenken. Kann man immer irgendwie was Tolles reinmachen in die Tasse, einfach ein bisschen Folie drum und man hat immer ein super Geschenk. Und ich muss einfach hier immer vorbeischauen bei diesen ganzen Aufbewahrungsboxen und Büchsen und so weiter, Behälter. Ja, hier findet man wirklich auch immer eigentlich was und kann wirklich alles gut ordnen oder irgendwelche tollen Brotbüchsen kaufen. Also ja, da ist Teddy wirklich richtig gut dafür geeignet, wenn man sowas braucht. Und hier wollte ich auch unbedingt noch mal schauen nach Verpackungsmaterial. Hier findet man wirklich auch immer etwas, um es irgendwie toll zu verpacken. Und schau mal, ich finde die hier richtig hübsch. Und die ist auch super günstig, also hier kann man auch nichts verkehrt machen. Und hier gibt es wirklich so, so schöne Tüten, einfach um ja, Geschenke einzupacken oder um irgendwie was mitzunehmen. Ist das immer richtig toll. Ich kann mich hier mal gar nicht entscheiden. Und wir brauchen auch noch unbedingt Geschenkpapier. Hier muss ich auch noch mal durchschauen. Wir haben nämlich wirklich gar nichts mehr, also außer Weihnachtspapier. Und Bänder, Schleifchen und so weiter findet man hier wirklich auch immer etwas. Also man kann hier wirklich echt zuschlagen und ja, ganz toll die Geschenke verpacken. Hier wollte ich auch noch mal schauen. Wir brauchen nämlich unbedingt noch Batterien und unbedingt solche flachen hier. Bekommt man auch nicht überall. Hier werde ich gleich mal welche mitnehmen. Und dann brauchen wir auch noch so eine kleineren davon. Und zwar die hier oben. Wir haben nämlich so ein bisschen was an Spielzeug. Und was ich auch ganz toll finde, die haben ja auch so kleine Stühle und kleine Tische, so richtig niedlich. Gefallen mir auch immer wieder gut, auch immer wieder irgendwelche anderen. Gibt es auch echt jede Menge Rucksäcke. Dann habe ich euch ja erzählt, dass ich eine Silikonform suche eigentlich. Habe ich zwar hier noch nicht gefunden, ich werde jetzt einfach hier so eine ganz normale Form nehmen, weil so eine habe ich zwar noch da, aber langsam geht sie irgendwie aus dem Leim. Also hier brauchen wir wirklich mal eine neue und ja, für 4 € kann man hier auch echt nichts verkehrt machen. Und schau mal, ist das nicht lustig? Ein Pizzaschneider, der sieht hier mal richtig stylisch aus. Auch ein cooles Geschenk irgendwie. Und ich wollte unbedingt noch Zahnstocher mitnehmen. Und hier habe ich gerade welche gesichtet. Und hier sind auch einige drin, also die reichen wieder. Und schau mal, ist das nicht süß? Das ist fürs Ladekabel. Ist hier mal richtig niedlich und habe ich vorher mal auch gar nicht gesehen. Also ich glaube, die sind auch ganz neu. Und hier werde ich gleich mal einen mitnehmen, denn ja, kann man immer gut gebrauchen und total niedlich.
Und hier gibt es auch einiges für die Nägel und Schminkzeugs. Ja, schreib mir gerne mal, ob du hier schon was getestet hast. Das würde mich mal interessieren und vor allem, wie es bei dir angekommen ist. Hier gibt es auch echt richtig hübsche Blumentöpfe, also so Übertöpfe. Wirklich ganz toll, nicht mal teuer. Also wenn man hier einfach eine tolle Pflanze kauft und die dann da reinpackt, dann hat man auch schon wieder ein ganz tolles Geschenk. Und die hier wollte ich euch auch noch unbedingt zeigen. Wir sind schon dran vorbeigelaufen. Ich gehe nochmal zurück. Schau mal hier, eine tolle Gartenschnecke. Die ist auch richtig cool. Also so zum Verschenken für den Garten finde ich die auch richtig niedlich. Und hier siehst du nochmal meinen kompletten Einkauf. Ich denke mal, man hat eigentlich alles sehr gut gesehen. Aber ich dachte, ich zeige dir nochmal so den kleinen Überblick. Wir haben die süße Püppi mitgenommen. Ein Notizblock. Dann brauchten wir hier unbedingt Batterien, Zahnstocher, den Kabelschutz, den fand ich so niedlich. Und der ist falsch rum, drehen ihn einmal um. Dann eine Backform, Kleiderbügel, die Sonnenblume brauchten wir unbedingt zum Verschenken, eine Tasse und ja, das Buch, die Einpacktüte und das kleinere Buch und Geschenkpapier. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, du hattest Spaß. Vergiss mich nicht, kostenlos zu abonnieren und hinterlass mir doch gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir auch gerne deinen Videowunsch unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, einen wunderschönen Tag für euch alle. Bis zum nächsten Video. Ciao!